fantastic. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans mit Winfried. Ja, im Hintergrund seht ihr noch ein bisschen, Moment, ein bisschen den Greenscreen. Das bedeutet, nichts anderes, ich habe es eben nochmal probiert. Oben probiert im Zimmer, unten probiert im Zimmer. Die Kamera jetzt benutzt, die andere Kamera benutzt, Fenster auf, Fenster zu, Rollladen auf, Rollladen runter und so weiter. Hat alles nicht funktioniert, muss jetzt nochmal neu aufnehmen und ja, ich würde sagen, ich werde jetzt nicht lange rumdiskutieren. Ich suche erstmal einen Gegner raus für ein bisschen Loot. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich einen gefunden habe und dann reden wir ein bisschen weiter über meine Base, was da noch so passiert, was ich noch so vorhabe. Bis gleich. So. Ich habe über 200.000 Gold verbraten für die Suche. Ach, mehr. 250.000 Gold verbraten. Es ist so viel Zeit ins Land geschissen. Das ist, glaube ich, die härteste Clash-Aufnahme überhaupt meines Lebens, ey. Allein schon diese Greenscreen-Fails den ganzen Tag. Dann noch jetzt hier. Nein, jetzt drücke ich auch noch anstatt auf die Riesen, drücke ich auch noch auf die Mauerbrecher. Es ist echt. Das ist. Ohne Witz, das ist echt die härteste Clash-Aufnahme meines Lebens. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir haben ja bald die Kobolde Level 7. Ich hoffe mal morgen schon. Und dann wird es wahrscheinlich wieder bergauf gehen. Oder nee, morgen noch nicht. Aber ich glaube übermorgen. Ne? Übermorgen könnte ich die schon haben, die Kobolde. Dann geht es bergauf hoffentlich. Wo haben wir denn hier noch Loot? Hier. Einen einzelnen Barbar noch. Komm, wir nehmen noch die Clan-Truppen. Vielleicht auch noch irgendwas Gescheites drin. Ein Pekka? What? Da ist ein Pekka drin. In der Clanburg. Okay, ja, ist auch nicht schlecht. Boah, meine Motivation gerade hält sich ja echt übelst in Grenzen, wenn du nicht die ganze Zeit... Das wird einfach nicht läuft, ne? Es läuft nicht. Und dann musst du dich auch noch mit der Aufnahme rumschlagen, so, weil du eigentlich Bock hast auf Clash. Du hast eigentlich Bock zu clashen, aber dann irgendwie kommt immer irgendwas dazwischen. Komm, König. Ah, der König ist down. Der König ist down. Komm jetzt, Pekka. Rettet mir der Pekka noch die 50%? Es könnte sein. Nee. Oder. Doch, das schafft er noch. Wir kriegen sogar noch die 50. Ah, wenigstens ein kleiner Erfolg hier mal. Wenigstens mal ein kleiner Erfolg, dass wir zumindest hier noch die 50% geholt haben. Und die Aufnahme geht schon über eine halbe Stunde bei mir. Aber... Bei euch ist es natürlich weniger, weil ich ja nicht diese Gegnersuche mit reinschneide. Alter, was ist mit dem Loot los, ey? Na, immerhin. Immerhin 280.000. Ich kann euch noch einen Angriff zeigen, der glücklich gut war. Moment, wir gucken mal rein. Ich habe noch einen guten Angriff für euch. Einen Moment. Oh, Bonus! Sternbonus! Sauber. Okay, einen Angriff noch. Ja, der Angriff hier war nämlich viel besser als der gerade, aber na gut. Das ist halt, wenn du nicht explizit für eine Aufnahme diesen Loot brauchst, dann kriegst du schon mal... Eher, als wenn du dann in der Aufnahme danach da bettelst, den zu bekommen. Aber nun gut. So der Stand von Clash of Clans aktuell auch schwierig. Werde ich bald nochmal drauf eingehen. Aber das Spiel macht mir natürlich immer noch tierisch Spaß. Aber es ist teilweise doch schon ziemlich übel aufzunehmen. Vor allem, wenn du dann noch was Geiles zeigen willst. Und dann findest du keinen Loot. Dann funktioniert der Greenscreen nicht. Dann hast du sonst noch Probleme und so weiter. Dann, ja. Weil ich auch immer eigentlich versuche, die bestmögliche Qualität euch zu liefern. Aber manchmal... Hast du so Tage, da läuft's einfach nicht, ne? Du hast manchmal Tage, da ist der Wurm drin und dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Einfach, weil einfach alles schief geht, nicht weil du ja keinen Bock auf das Spiel hast, das ist ja nicht der Fall. Vor allem, wenn du natürlich auch Loot findest, so wie diesen hier, du hast ja Bock. Du hast Bock zu spielen, vor allem mit dem neuen Handy und so weiter, macht schon Spaß, aber teilweise denkst du dir dann auch so, was ist das für eine Scheiße, ne? Was ist das für eine Scheiße? Da denkst du ja aber auch so, ha, die Leute wollen ja 17 Uhr Clash of Clans sehen. Es ist ja, trifft ja auch jedes andere Spiel genauso zu. Sagen wir mal, es wäre jetzt Minecraft Pocket Edition oder so und dann wird die Aufnahme nicht hinkriegen, wäre es genau das gleiche in grün. Aber wir haben es ja jetzt geschafft. Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass sich diese schwierigste Aufnahme ever jetzt doch noch gut entwickelt hat. Hoffentlich. Und wenn es euch, wie gesagt, wenn es euch gefällt bei diesen Aufnahmen, einen Daumen nach oben. Da freuen Matthias und ich natürlich immer drüber, über eine Bewertung. Natürlich positiv freuen wir uns ein bisschen mehr drüber als über eine negative, ist klar. Aber natürlich soll da jeder seine Meinung äußern. Ich will da niemanden zu drängen, eine positive Bewertung abzugeben. Ein Kommentar, da freuen wir uns auch immer. Wir fordern noch mal eben ein paar Truppen an. Der Clankrieg steht an in 3 Stunden gegen Golem. Was ist das für ein Clan? Nee, Moment, ich bin auf dem Falschen. Ein Internationaler, aber scheint wohl irgendwie so, ja,
englische Clanbeschreibung, keine Ahnung, was das dann für ein Clan genau ist, aber wir haben noch ein paar Truppen bekommen. Clanburgen sind soweit auch gefüllt. Ich kann das Handy schon mal zur Seite legen, kann sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben. Ich versuche natürlich morgen wieder mein Bestes zu geben in den Folgen, Leute. Nicht verzagen, Fred fragen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Ciao.